Ein herzliches Hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe von Know Your Vikings. Heute wollen wir euch mal einen Einblick in die Dacia Vikings Büros gewähren und insbesondere wollen wir euch unseren neuen Praktikanten Marc Klinkermann vorstellen. Immer wieder ein sehr schöner Anblick. Voilà. Hey! Hallo Marc! Alles gut? Alles gut. Ja. Das ist besagter Marc Klinkermann. Hallo. Unser neuer Praktikant. Richtig. Erzähl doch einmal, wie bist du überhaupt zu den Vikings gekommen? Lass uns dabei ein bisschen durchs Büro gehen. Gerne. Ja, wie bin ich zu den Vikings gekommen? Ich habe im Februar mit den Vikings Kontakt aufgenommen, habe dann mich ein bisschen mit dem Karl ausgetauscht und ja, daraufhin bin ich Anfang April hierher gefahren, habe mit dem Karl und dem Lukas ein sehr nettes Gespräch gehabt und ja, seit Ende September sitze ich nun hier. Wunderbar, apropos hier sitzen, was sind denn so deine Hauptaufgaben? Ja, ganz am Anfang habe ich erstmal mitgeholfen, unser Tryout zu organisieren. Mhm. Dann, wenn man jetzt auf die Internetseite schaut, im American Football Bereich hat sich da ein bisschen was verändert. Mhm. Dann planen wir gerade eine sehr schöne Aktion für die Abo-Besitzer für nächstes Jahr. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da kommt. Und sonst so klassische Büroaufgaben, telefonieren, E-Mail schreiben, ja. Alles klar. Ja. Was war das Coolste, das Spannendste bisher in deinen ersten 4 Wochen? Also das wirklich Coolste und Spannendste muss ich sagen, dass wir von der NFL kontaktiert wurden. Also der amerikanischen Football-Liga. Die werden uns in den nächsten Tagen einen Besuch abstatten, sich unser Programm hier ein wenig anschauen. Ja, dazu aber später mehr, darf jetzt noch nichts verraten. Nein, Karl Lukas, wollt ihr einen Kaffee trinken? Großer Brauner. Also Kaffee trinken zählt auch zur klassischen Praktikanten. Ja, ganz genau, ganz genau. Aber bringe ich später. Lass uns erstmal weitergehen. Gut. Du hast persönlich einen Bezug zu Football. Ja, ganz genau. Ich verfolge Football schon seit ein paar Jahren. Selber spiele ich das seit ungefähr 3 Jahren. Ja. Und ja, natürlich ist es ein Sport, der jeden Fan mitreißt. Da brauche ich, glaube ich, niemandem was erzählen. Ja, es ist einfach, ich bin sehr begeistert von Football. Schilder mal ganz kurz, du trainierst ja jetzt auch mit unserer Kampfmannschaft ganz mit, genau, wie läuft so das Off-Season-Training? Ah, es ist, also fühlst du noch alle Körper? Ja, es ist noch alles dran, ja. Natürlich Off-Season-Training im American Football ist sehr viel Kraft- und Athletiktraining. Dafür sind wir gerade im neuen Fit One in Wien. Und ja, es ist sehr anstrengend, aber auch alles sehr gut geplant und es macht sehr viel Spaß. Schlägt dein Herz schon als Viking? Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Einfach durch diese familiäre, herzliche Atmosphäre, die hier herrscht, würde ich sagen, schlägt mein Herz schon wieder. Gut, wunderbar. Purple Heart, dann ist alles gut. Sehr gut. Danke für deine Zeit. Ja, ja. Oh ja, sehr gut. Ich grüße noch meine Tante, meine Eltern, meine Freunde und alle, die mich kennen. Ciao.